geht es los in Richtung Chaumont. An der Strecke befindet sich die Basilika du Bois Chenu. Die Basilika ist Jeanne d'Arc gewidmet. Dann geht die Strecke sehr lange bergauf, doch die Straße ist fast nicht befahren und man erreicht den Ort Grand. Grand ist für sein gallo-römisches Heiligtum bekannt. Die Stadt ist dem Heilgott Apollon Granus geweiht und war ab dem 1. Jahrhundert eine der größten Thermen des Reiches. Nach einer Mittagspause geht es weiter nach Chaumont, wo ich beim Einkaufen Georges Daniel treff. Mit meinem rudimentären Französisch verstand ich, dass er mir eine Übernachtung anbot. Da kaum andere Möglichkeiten vorhanden waren, willigte ich ein.